und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine super leckere, total einfache, mit minimalem Abwasch One-Pot-Pasta, also Eintopf-Pasta. Und die ist total lecker, super einfach gemacht. Also wenn man keine Zeit hat und vor allem keine Lust hat, viele Töpfe abzuwaschen und viele Küchenutensilien, dann ist das das perfekte Rezept. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. In meine One-Pot-Pasta möchte ich auch viel Gemüse einarbeiten und da habe ich mich heute für Folgendes entschieden. Und zwar habe ich hier einmal Champignons, Zucchini, Karotten, Tomaten, ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch. Und da könnt ihr natürlich wählen, was euch schmeckt, was ihr gerne habt. Brokkoli zum Beispiel ist auch noch sehr lecker. Könnt ihr wirklich so oft ausprobieren, bis ihr eure Lieblingsvariante herausgefunden habt. Wenn ihr eure Zutaten klein geschnitten habt, dann nehmt ihr euch eine beschichtete Bratpfanne und gebt etwas Öl hinein. Ich habe jetzt hier heute Olivenöl, Rapsöl würde sich beispielsweise auch gut eignen. Dann kommen die Zwiebeln und der Knoblauch hinein, dann gebe ich noch das Tomatenpüree rein und die Gewürze und das wird alles erstmal angebraten, damit sich die Aromen entfalten können. Dann gebt ihr das Gemüse dazu und das muss jetzt ein bisschen angebraten werden bzw. angedünstet und ab und zu rührt ihr ein bisschen um. Jetzt kommt das Wasser hinzu und da gebt ihr nicht alles auf einmal hinzu, sondern schaut erstmal, wie viel es braucht, wie viel die Nudeln aufsaugen und dann könnt ihr immer noch ein bisschen mehr zugeben, je nachdem auch wie viel Soße ihr haben möchtet. Bei den Teigwaren verwende ich gern die Vollkorn-Variante, da die gesünder ist, sie hält mich länger satt und ist auch besser für die Verdauung und hat mehr Ballaststoffe. Und für das One-Pot-Pasta-Gericht verwende ich jetzt hier Spirelli, und zwar Dinkelvollkorn-Spirelli. Und die eignen sich da besonders gut, weil die eine geringe Kochzeit haben. Wenn dann alles weich gekocht ist und die Pasta al dente ist, dann fügt ihr noch die Tomaten zum Schluss hinzu und die müssen wirklich nur warm werden, weil ich möchte, dass sie nicht zu Matsch zerfallen, sondern dass sie noch schön sichtbar bleiben. Am Schluss könnt ihr das Ganze dann noch abschmecken und zwar mit Pfeffer und Salz. Was auch noch super lecker schmeckt, sind Hefeflocken, die verwende ich sehr gerne als veganen Käseersatz. Super lecker, ein super Geschmack, müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Und so schnell und einfach habt ihr gesunde Pasta gekocht mit wenig Abwasch. Total einfach, super lecker und ihr könnt jedes Mal was anderes ausprobieren, verschiedene Gemüsesorten und so weiter, je nachdem was euer Kühlschrank gerade hergibt. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch oder schickt mir eure Resultate per Foto auf Instagram unter dem Hashtag Frau Janik. Da kann ich das nämlich sehen und das freut mich jedes Mal riesig. So, ich gehe jetzt One-Pot-Pasta essen und freue mich schon riesig. Wie immer findet ihr die ganzen Mengenangaben auf meinem Blog fraujanik.com. Schaut vorbei, ich freue mich auf euch. Hinterlasst mir einen Kommentar. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss! Eure Frau Janik.